Jetzt aber, ne? Ja, das sieht doch besser aus. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Wir machen weiter. Auf! Das sieht doch so aus, als hätten wir das gestern gespielt. So, machen wir das Ganze noch leise. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier aussieht. Und was wir als nächstes machen. Was hat uns denn unser Waldi hier hingelegt? Versuchen wir doch als erstes mal hier noch eine Weiche reinzukriegen. Und dann können wir nämlich nicht nur hier auf unsere Brücke fahren, sondern genau, wir können auch direkt einmal rüberfahren. Ich glaube, hier ist doch ein schöner Punkt zum Ansetzen. Zack. Die alten Schienen weg und die neuen Schienen rein. Sollen wir das direkt mit dem lassen? Ne, wa? Natürlich etwas ungünstig jetzt ausgerechnet hier der Steinwall. Ausgerechnet hier an einer Weiche. Ah, machen wir hier noch ein bisschen mehr weg. So. Oh, ich hoffe, ich kann das zur Not noch rückgängig machen. Und kommen wir hier hoch. Glück gehabt. So, na dann mal los. So, ne? Erstmal noch ein Stück gerade. So, wie viel Steigung brauchen wir denn nachher? Nichts. Das ist gut. Nichts ist gut. Das kriege ich hin. So. Ich glaube, bis hier reinziehen brauchen wir ihn ja nicht, ne? Er ärgert nur das Spiel nachher. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt die Weiche natürlich legen, können wir das vermutlich wieder alles abreißen. Wir werden es sehen. Schön ist ja schon mal, hier kann man relativ gerade fahren. Ich reiße es direkt ab. Mal hoch auf die richtige Höhe und los geht's. Wir setzen hier an auf der Höhe, ne? Und oh ja, das sieht doch richtig gut sogar aus. Ich ziehe jetzt erstmal ein riesengroßes gerades Stück, denn ich möchte hier, wie gesagt, eine Weiche hinsetzen. Wir nehmen eine Weiche rechts. Oh, die kann gar nicht hier dran. Ungünstig. Ich kann hier scheinbar gar nicht mehr dran. Warum nicht? Was ist jetzt hier passiert? Sehr schlecht. Kann ich jetzt hier dran? Ah, hier geht's wieder. Interessant. Na gut. Hä? Komisch. Naja, da sind wir wieder bei dem allseits bekannten Problem Early Access. Ton vom Bauen ist scheinbar auch nicht da. Aber wenigstens das hier hat funktioniert. Das sieht doch auch gar nicht so schlecht aus. So.
Brauchen wir einmal den Wall darüber und einmal den Wall darüber. Dann setzen wir mal hier drüben. Wir versuchen mal hier drüben anzusetzen. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht kommen wir ja in etwa auf dem gleichen Stück raus. Scheint ja erstmal nicht ganz gut zu funktionieren. Na komm, hier möchte ich gerne rauf. Und dann ziehen wir dich jetzt bis hierhin rein. Ja, Marc, grüß dich. Auch wieder dabei. Vielleicht sogar noch besser ein Stück nach hinten gesetzt, ne? Aber auf der Trestle umschalten ist ja eigentlich nicht so. Ist ja eigentlich nicht so gedacht. Wir gucken mal, ob wir hier schön oder nicht so schön rumkommen, ne? Danke, das freut mich. Ich hoffe, dass es auch bei anderen dann gut ankommt. Du hast ja einen riesen Vorteil. Du hast ja von Anfang an dabei. Du kennst ja schon fast alles. Du hast ja schon alles gesehen. Ich habe auch, wie gesagt, versucht, die anderen Videos mal hochzuladen. Ja, bin ich noch nicht so ganz glücklich mit. Denn wenn ich die von Twitch runterlade, dann haben die irgendwie nur 360p. Das ist eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Aber so ist es halt, ne? Ich glaube, ich setze die Weiche etwas früher. Das kriege ich sonst nicht hübsch hin. So, ne, genau da auf den Nägeln. Ist das gerade? Ja, das ist gerade. So, rechts, zack. Ja, guck mal. Das kriegen wir doch dann jetzt hier bestimmt schick verpackt. Und da baue ich dann gleich einfach doch nochmal einen Steinwall oder sowas drunter. Dann sieht das vielleicht sogar wieder optisch auch nochmal ganz gut aus. Immer noch diesen Schlenker, ist in die andere Richtung, ne? Und? Hat der schon wieder reingemacht? Ich packe es nicht. Jetzt fahre ich von der anderen Seite an. Vielleicht klappt das ja besser. An Sicht von der Kurve her müsste es ja gehen. Müsste ja passen. Sollte passen. Schon wieder. Guck mal. Aktuell noch alleine, ja. Aber wie gesagt, der Kollege Waldameiser hat sich schon angekündigt. Der liebe Toto wollte auch noch mal vorbeischauen. Nur aktuell noch allein. Gedacht, wir fangen heute mal was früher an. Und von daher passt das, denke ich. Kann ja auch schon mal alleine ein bisschen vorbereiten. So ist nicht. Wenn es drauf ankommt, sind sie ja da. Ja. Vom Radius her, glaube ich, geht's. Aber hier dieses gerade Stück jetzt, das gefällt mir jetzt wieder nicht, ne?
Nee, um 7 hätte ich nicht geschafft. Da war ich noch nicht so weit. Da war ich einfach noch nicht so weit. Guck mal hier, wieso macht er das? Wieso macht er das? Warum setzt er mir da diesen Knick rein? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Nee, sieht nicht aus. Nervt mich das. Natürlich, was auch sonst. Ah, wir kriegen das schon hin. Immer mit der Ruhe, ne? Wir kriegen das schon hin. So, nochmal. Mit der Ruhe hier. Ja, ich stelle mir das auch immer recht einfach vor. Ne? Du machst einfach hier und dies und jenes und dann wird das schon klappen, aber. Wie gesagt, die Realität zeigt dann, oder das Spiel sagt einem dann leider oft was anderes. Na, bin mal gespannt, was er daraus macht. Hier, schon wieder. Hä, warum tut er das? Genau wie hier. Was soll denn das? Das haben wir doch so nicht angeordnet. Nochmal von der anderen Seite. Dann lasse ich es bleiben. Dann baue ich lieber erstmal weiter. Damit ich das überhaupt mal beendet kriege hier. Vielleicht einfach nochmal mit festen Schienen versuchen. So, jetzt aber. Jetzt habe ich sie einfach mal wieder festgesetzt. So, wie war das jetzt? Y und X macht er jetzt. Na. Tja, und schon verpennt. Ja, genau, das würde ich dann danach gucken, was wir daraus machen. Das wäre auch meine Idee. Aber dafür, wie gesagt, würde ich oder wollten wir erstmal hier die Schienen verbinden. Dann können wir nämlich von unten. Prinzip mit den Riesenzügen hochfahren, können hier direkt beladen und können dann nämlich direkt weiter durchfahren, zerschmelzte. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, natürlich. Besser, aber hier der Knick muss noch weg. Wenn ich noch weiter aushole, wird die Kurve wieder zu steil. Na, das glaube ich nicht. Der legt das Gleisdeck ja genauso. Ich glaube nicht, dass das besser für den Weg ist. Ich stelle mich halt einfach nur gerade wieder an. Ich bin noch nicht warm gebaut. Habe ich gestern so viel Zug gefahren, da habe ich das Gleisbauen verlernt.
Schon wieder, ne? Guck mal. Warum? Warum dieses Stück, obwohl doch alles auch gerade liegt? Ja, wird schon. Kann ja eigentlich nur besser werden, ja, siehst du. Es kann doch nur besser werden. Nee, ich brauche jetzt nicht wieder eine Brücke. Ich möchte hier schon mit dem Wall irgendwie hinkommen. Bisschen das Gefühl, dass unsere Weiche hier komisch liegt. Guck mal. Ah, guck mal hier. Unsere Weiche liegt nicht so, wie sie liegen sollte. Und deswegen haben wir da auch den Knick drinne. Oh. Okay, etwas sehr großzügig vielleicht. Genau. Das heißt, wir machen jetzt hier den Wall, setzen wir an. Dann müssen wir nämlich hier sogar ein Stückchen runtergehen. So, na, bis hier. So. Ach Mann. Naja, wir wissen ja jetzt, was zu tun ist. Wir wissen ja jetzt, was zu tun ist, ne? So. Schauen wir doch mal. Den Katzen geht's gut. Danke der Nachfrage. Sie sind aktiv, liegen mal wieder überall da, wo sie nicht liegen sollten. Und ja, machen eben das, was Katzen so machen. Viel schlafen, viel fressen. Und einfach irgendwo knuddelig in der Gegend rumliegen. Oder im Weg. Meistens liegen sie noch im Weg. Boah. Gleich schrei ich. Kann doch nicht wahr sein. Warum, Spiel? Warum tust du das? Erklär es mir doch bitte. Versuchen wir es nochmal mit festen Werten. Ah, so schnell geben wir nicht auf. Nee, du hast recht. Ich reiß hier einfach alles nochmal weg. So.
Nee, ist mein Server. Kannst direkt draufkommen, wenn du magst, Robin. Discord etc., alles läuft. Wir haben sowieso heute über dich gesprochen. Und er so, oh je. Nein, alles bestens natürlich. Auf keinen Fall. Im Gegenteil, du sollst endlich deine Beförderung bekommen. Und ja, so, ja, da kann ich doch mit arbeiten. Ah, jetzt zeigt er mir oben nicht mehr die Dinger an, ne? Wieso zeigt er mir jetzt nicht mehr die Steigungen und sowas an? Ah, jetzt zeigt er mir oben wieder das Menü nicht an. Ein absoluter Traum. Kommt das von alleine wieder oder muss ich das Spiel neu starten? Weiß das schon einer? Hat das schon jemand herausgefunden? Ne, sieht nicht gut aus. Guck mal, das ist doch zum Kotzen. Ah, aber die Anzeige ist wieder da, immerhin. Schon mal gar nicht so schlecht. Ach genau, das hat mir doch gestern der Waldi erklärt. Nicht mit dem Variablen-Damm arbeiten, sondern mit dem Konstanten. Und wenn ich nämlich mit dem Konstanten arbeite, dann legt der die Höhe konstant über den ganzen Damm fest. Das ist ein riesengroßer Vorteil. So, setzen wir hier jetzt nochmal neu an. Wieder zurück zu Anfang. Hier nehmen wir den Variablen noch, ne? Ja. Das ist hier einfach noch eine Steigung drin, die wir nicht sehen. Dass ich hier vielleicht einfach noch ein Stück Schiene abreißen müsste für die Weiche. Weiche weiter vorne setzen, könnte man eigentlich auch, ne? Seid schön vorsichtig. Geht ja eventuell auch. Lege ich vor allem jetzt die Weiche links hin. Fahre ich einfach hier im Bogen. Fahren wir einfach andersrum. Sollte ja eigentlich auch funktionieren, oder? Müsste ich auch hier wieder meine größere Kurve hinkriegen. Guck mal, dann jetzt verschwindet auch der Damm wieder hier.
Also ich glaube, jetzt haben wir zumindest die gleiche Höhe wie vorhin. Okay, die Kurve ist zwar steil geworden, aber wird schon. Na, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Komm. Ach so, Robin, ich habe das Passwort geändert. Das wird bestimmt gleich lustig. Der Tote wird dann bestimmt auch da dran hängen. Guten Abend, NBT Hamburg. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Mensch, wird hier wieder eine richtige Stammrunde hier, wa? Boah, hier dieser Knick, ne? Er macht ihn immer wieder. Vielleicht muss ich die Schiene einfach länger ziehen. Vielleicht, ja, oder so. Guck mal, der geht hier richtig, als ob der hier einen Bogen machen will. Aber warum will er den machen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich bis hier auf den Damm drauf fahre. Ja, habe ich gesehen. Robin, ich habe das Passwort geändert. Kann sein, dass du, wie gesagt, nicht direkt reinkommst. Nein, ich glaube L5. nicht Überarbeitung NBT, sondern versuche hier eine Weiche reinzukriegen. Die sind aber leider wieder etwas störrischer, als ich möchte. Um dann hier zwei Abzweige zu haben, damit wir hier einmal in Richtung Holzfällerlager gehen können. Grüß dich. Und einmal direkt da drüben das Scheitholz abholen können für die Schmelzhütte. Dann können wir direkt da hinten durchfahren. So ist zumindest die Idee. So, Passwort ist, wie gesagt, ich glaube L5 oder L7. Eins von beidem. Mach das. Ist immer noch das Komische mit dem Entfernt-Dingens da, ne? Ja, sollte zumindest. Guck mal, die Weil blöde ich. Weiche, jetzt geht die hier wieder rein. Ich möchte kotzen, ne? Die Weiche ärgert so. Mit Entfernt finde ich hier gar keinen Server. Ne? Findest du nicht einfach nur Schütze 3? Ich scrolle ganz langsam durch. Boah, ärgert das Ding. Setze ich das jetzt komplett hier oben drauf, fertig. So, keine Lust mehr. So. Ein Server wird mir nicht angezeigt. Guck mal, jetzt ist die hier auch reingegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Dann ist hier bestimmt da irgendwo eine Steigung drin. Schlecht. Warum nicht? Ich habe das hier nochmal neu gestartet. Nee, hatte ich nicht. Nee, ich meine, ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. So, wenn das jetzt nicht dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Bin jetzt auch gespannt. Nee, mit Schütze 3 habe ich hier gerade zwar. Oder hast du einfach nur vergessen, den umzubenennen? Da heißt immer noch Empty Server Name. Sollte der eigentlich nicht. Also sollte, aber der Toto scheint mich auch nicht zu finden. Der startet gerade auch dreimal neu. Sind zwischen irgendwelche Einstellungen oder so, die man da machen kann? Dass der vielleicht da irgendwie, dass ich irgendwas eingestellt oder dass du eingestellt hast, so zeigt mir nur die ohne Passwort oder sowas. Mahlzeit. Moin Toto. Ich bin am Sägewerk. Also du hast meinen Server gefunden? Steht ja auch da, Schütze und Friends.
Okay, der Robin sieht ihn gerade nicht. Schon die ganze Zeit auf aktualisieren. Ich habe ohne irgendwas einzugeben, stand er direkt als 8. und 9. Stelle Schütze und Friends. Hattest du auch denn diesen Server mit diesen ganz viel lol 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 da stehen? Nö. Lol. Lol? Was hast du jetzt vor bei dir? Was willst du machen hier? Also ich habe den Server, der heißt Mr. Fister, aber ich glaube, das bist nicht du. Nein, das bin ich nicht. Was ich vorhabe, ist hier einfach endlich mal diese blöde Weiche hinzusetzen. Ich würde hier gerne Weiche hinsetzen. Wir haben, wie gesagt, wir haben gestern noch lang gequatscht, diskutiert, überlegt und alles, was man sonst so macht, dass wir Folgendes machen. Wir bauen jetzt hier gerade die Strecke so aus, dass wir also sowohl hier normal Stämme laden können, als auch direkt das Scheitholz. Und die Idee dahinter ist, dann hinzugehen und zu sagen, okay, pass auf. Wir fahren dann von hier aus in einem riesengroßen Bogen da hinten am Holzfällerlager lang und fahren da hinten durch die Schlucht zur Schmelzhütte, über dem Sägewerk hinweg. Da hat der Waldameise auch gestern schon ganz kräftig angefangen rumzubauen. Hier stimmt doch irgendwas mit den Weichen nicht. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die jetzt hier drinnen versinkt. Sag mir mal, was ich machen kann in der Zeit. Soll ich irgendwie jetzt zu dir kommen oder soll ich jetzt hier Holz machen oder? Also normal Holz mit der Betsy kannst du nicht machen, weil ich hier gerade an den Gleisen, wie gesagt, am Fuchteln bin. Aus dem aktualisiert sich jetzt gerade, mal sehen, was dann passiert. Ja, bin ich gespannt. Ja, da hast du recht, es nervt richtig, dass man die Weiche nicht einfach mit dem abzweigenden Gleis befestigen kann. Das ist, ja, aber gut, also, ne, da sind wir wieder bei dem Punkt, an dem wir immer sind, Early Access. Ja, hier in dem Discord-Server wurde ja schon vorgeschlagen, dass man so eine Doppelweiche hat, wo ja so zwei Schienen übereinander gehen. Ob das sich auch noch kommen kann. Ja, bestimmt irgendwann. Aber wie gesagt, irgendwann halt wird das bestimmt kommen. Genau. Ja, aber hier müsste eigentlich 0% sein, weil hier der Bahndamm ist ja jetzt auch hier 0%. So, aber wie du siehst, das Ding schwebt. Obwohl der hier, wie gesagt, 0% hat. Als ob das Ding verbogen wäre. So, und wenn ich ihn dahin baue, komme ich ja auch hier mal wieder nicht rum, der Klassiker. Ne, also eigentlich alles wie immer. So, also was machen wir? Was mache ich? Vielleicht die Brücke noch ein Stück zurückbauen. Welche Brücke? Ja, da wo jetzt die Weiche dran ist. Meinst du das dann als Brücke noch bauen? Oder wie? Nee, jetzt einfach nur ein Stück Brücke weniger und dann halt die Weiche dran. Dann müsste das ja eigentlich passen vom Kurvenradius her. Ich weiß halt nicht, wie lang das Stück Brücke ist. Wenn ich das jetzt wegreiße. Weiß ich auch nicht. Soll ich das echt riskieren? Ich hab noch nicht überschrieben. Oh, geht. Weiche? Nee, lass mal. Ich hab bis jetzt noch nichts geschafft, außer hier Schienen abgerissen. Ich speichere noch nicht. Okay. Das lohnt noch nicht. Kann ich jetzt eigentlich wieder eine Weiche links machen? Guck, es geht schon wieder los. Guck mal, wie der die hier reinsetzt. Siehst du das? Es ist unfassbar. Dein Server wird mir immer noch nicht angezeigt. Komisch. Ja, das, ja. Das ist so nicht richtig. Kann ich so lassen. Das ist so überhaupt nicht richtig. Warum wird der dir nicht angezeigt? Das weiß ich nicht. Ich habe ja sonst alle anderen deutschen Server, habe ich ja hier anscheinend, aber nicht deinen. Möchtest du nicht mehr mit uns spielen? Klingt ein bisschen so. Meine Serververbindung sagt, nö. Die wollen nur, dass ich auch auf anderen Servern spielen. Oh
Okay, aber NBT Hamburg sagt, er sieht mich auch nicht. Ach, das ist doch schon wieder schön. Gut, pass auf. Ich starte nochmal neu. Speichere ich das jetzt? Gib mir noch 10 Sekunden. Ich versuche das hier noch eben irgendwie auf Sag die mir nur Reihe zu Bescheid, ne? kriegen. Was soll ich dir Bescheid sagen? Ja, ich bin hier im Arbeiten, deswegen möchtest du mich dann hier Ach, herrlich. Guck mal, der Erste, der in sagt, ich bin Arbeit. hier am Arbeiten. Was für eine Lüge. Na, glaube ich nicht. Der Toto ist ein Tier. Guck, Also, eigentlich kann man sich auch einfach direkt erstmal zu Spielbeginn so eine Woche Zeit nehmen, um erstmal alle Strecken fertig zu bauen und dann erst anfangen zu fahren. Ja, Hatte eindeutig, ich ja. mir auch Ja, schon gut. überlegt. Ja, gut, man bräuchte aber dann trotzdem Geld, um Bäume abzureißen, also. Na, ich glaube, so viele reißt du doch nicht ab. Du hast ja einen Wagen, den hast du ja von Anfang an, den kannst du ja erstmal nutzen. Na gut, ich habe auch nur eine Den Strecke von vom kannst Sägewerk zum. du. Ja. Ich habe auch nur eine Strecke von Sägewerk zum Holzfällerlager gebaut und da habe ich auch schon knapp 500 Dollar ausgegeben, nur für Bäume fällen. Also. Huch. Wie viele Bäume hast du denn gefällt? Ah, Gut, der ist auch alle. meine Strecke war auch ein bisschen kurvenreicher, aber. Echt? Ja, so dass man nicht unbedingt um diesen großen Hügel da drüber muss, ne? Sondern umfährt sozusagen. Weil man muss ja nicht auf jeder Strecke unbedingt eine Brücke haben, wenn die nicht unbedingt nötig ist. Nee, da hast du vollkommen recht. Also ich habe auch schon gesagt, oder wir haben gestern schon beschlossen oder festgestellt, wenn wir das Ganze noch mal richtig optimieren, verdammt noch mal, ne? Boah, ich krieg gleich hohen Blutdruck. Ich meine, jetzt macht man doch gerade so Testserver-mäßig und dann, wenn das Spiel irgendwann mal so normal spielbar ist, dann kann man noch mal einen neuen Server machen und dann noch mal alles direkt richtig machen. Ja, wir haben wie gesagt gestern auch über die Streckenführung und sowas gequatscht und haben da dann in Paint so hochprofessionell Ja, das habe Bilder ich schon gesehen. angefertigt und alles und Eins habe ich schon gesehen im Discord. Das war ja wild. ja. Ich versuche eben hier das Ding hinzukriegen. Gefällt mir ja nicht, aber dafür sieht leider die restliche Kurve besser aus wie alles andere bis jetzt, ne? Gucken, kriege ich das nicht von hier irgendwie weitergebracht? Ne, das hat aber auch komisch hier. Verdammt nochmal, irgendwie. An den ersten Ecken, da knickt der irgendwie komisch. Warum der das macht. Vielleicht auch nochmal den Bahndamm vernünftig ziehen. Habe ich auch irgendwie komisch gemacht. Na ja gut, wenn das halt mir nicht angezeigt wird, dann gucke ich halt einfach nur zu. Wie gesagt, Nee, macht ich mir starte nichts. gleich neu. Das muss ja eigentlich funktionieren. Und wie gesagt, wir haben vorhin noch über dich erzählt. Denn ich habe gestern noch ein bisschen Geld verdient. Und das heißt, man kann jetzt mal investieren. Oho. Und das wollten wir eigentlich auch schon machen. So, Toto, wo bist du? Oder wo bist du dran? Sägewerk am Beladen. Sägewerk. Ah, mit Inge. Mhm. Ah, sehr schön. Ja, dann gibt's gleich ein bisschen Geld. Das ist ja gar nicht schlecht. Hier stimmt doch auch irgendwas nicht. Hier will er doch mit irgendwas immer verbinden. Guck mal hier. Aber mit was will er hier verbinden? Keine Ahnung. Wir haben es jetzt verbunden. Ah, sieht doch ein bisschen vielleicht gleichmäßiger aus.
Na, wir versuchen es einfach. Ha, 46 Minuten, was habe ich geschafft? Nichts. Hast eine Kurve geschafft. Toto, bist du auch schon in der Firma? Ja. Sehr schön. Boah, immer diese Knicke. Ich lasse es jetzt, ich krieg heute sonst hier Schnappatmung. Ich lasse es einfach. Ich denke, uns wird kein Zug entgleisen, das ist wichtig. Guck mal, der Damm ist wieder tiefer. Es kann nicht wahr sein. Warum ist dieser Damm jetzt tiefer? Kommt von der gleichen Weiche. Kann dir doch keiner erklären. So, was auch immer sich hier verbinden konnte, wir reißen es jetzt ab. So. Gucken wir mal. Jetzt gucken wir einfach erstmal, dass wir da hinkommen. So, bin jetzt praktisch fertig. Dann auf. Ja, einer, der hier Geld verdient. Na, sein, dass die Weiche ein bisschen verbogen ist. Wieso? Wie schafft man das denn in diesem Spiel? Wie kann man denn in diesem Spiel eine Weiche verbiegen? Mal soll ich es verkaufen gehen, oder? Ja, sicher. Bringst du zum Dingens, zum Frachtdepot. So. Dann machen wir erstmal das hier alles wieder hübsch. Hat Inge schon einen Kompressor? Nee, ne? Nein. Nein, nein, sowas braucht Inge alles noch nicht. Sowas hat Inge auch noch nicht. So, und zwar nehmen wir jetzt den konstanten Damm. Den klipsen wir hier dran. Gucken wir doch mal, dass wir jetzt darüber kommen, ne? So. So, und jetzt. Ah, falsche Taste. Ah, ein bisschen mehr brauchen wir schon. Ich glaube, so können wir es lassen, ne? So, dann lassen wir das jetzt so. Schön geschwungen. Ja, ne? Ja, okay, es geht hier und da etwas schöner, aber ich denke, wir kriegen das hin. Hier ist es sehr steil angefangen. Na, dann gucken wir, dass wir da in die Innenseite gehen und dann gehen wir. Ne, wir machen es nochmal. Vielleicht besser von der Seite anfangen. Rauf. Den Konstanten. Hat wie gesagt die Steigung beibehalten. Und, oh ja, das sieht gar nicht schlecht aus, der Anfang. Stell dir vor, so lange brauchst du jetzt für jede Kurve. Nee, nee, nee. N-n. Ich sag ja, sonst kriege ich selber hohen Blutdruck. Das mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Da kann ich dich beruhigen. Hoffe ich.
Jetzt ist 05. Passt das denn? Nicht so richtig, ne? Voll. Ja, muss ja. Ja, okay. Hey Marc, ich dachte, du bist auf meiner Seite. Klack. So. Heute ist einer mit Wohnwagen ins Parkhaus reingefahren. Okay, sehr schön. Ja, beim Rausfahren hat er die Kurve zu eng genommen und hat dann da erstmal ganz den Verkehr aufgehalten. Ein absoluter Traum. Ja. Lass mich raten, du hattest Feierabend und wolltest eigentlich nach Hause. Nö, ich bin ja gerade angekommen, wollte ja eh einkaufen. Da dachte ich so, ja, bis ich fertig bin, ist er bestimmt eh weg. Und war ja zum Glück auch. Na, siehst du. Er stand nur bei der einzigen Ausfahrt, ne? Also. Hinter ihm wurde schon zweimal gehupt und ja. Ja gut, was willst du machen, wenn der Wohnwagen feststeckt? Gar nichts. Na gut, doch hat er die Ecke der Wand ja nicht berührt, aber wäre weitergefahren, dann schon. Aber eigentlich weiß man das, wenn man einen Wohnwagen hinten dran hat, dass man dann die Kurven nicht eng fahren sollte. Na du stellst ja wieder Ansprüche an die Menschheit. Das gibt keinen, das sehe ich doch schon. Ah, ja, ich bin anstrengend, ich weiß. Ja, es war so ein kleiner Wohnwagen, der war irgendwie so lang wie so ein normaler PKW, also nicht so ein riesengroßer Wohnwagen. Mhm. Ich glaube, der wäre auch gar nicht da reingekommen, ohne sich das Dach abzureißen. Ja, bei einem längeren Wohnwagen hast du das Problem, dass der auch mehr ausschwenkt als so ein kleiner Wohnwagen. Oder der hätte sich gedacht, Herausforderung angenommen. Der hätte dich gehört und hätte sich gedacht, die Herausforderung nehme ich an. So, mal gucken. Ja, ich bin deinem Unternehmen beigetreten. Guck mal gerade, wie viel Geld du hast am Konto. Moment, eben einen Baum wegreißen. Hui! Es war auch so ein normaler Wohnwagen, der war aus diesem komischen Plastikdingens da. Ich habe 6.198. Also okay. Eigentlich 6.200. Geld kommt. In der Tat, kommt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, wenn jetzt der Robin ja mal endlich kommen würde, ne? Aber irgendwie hat der scheinbar keinen Bock auf uns. Aber weißt du was? Tja. Ich merke, dass du gar keine Heißler haben willst. Ich kann ja bei Spaß mit Zügen, kann ich ja drauf. Bei Spaß mit Zügen? Könnte man jetzt auch falsch verstehen, ne? Was hat er denn jetzt gemacht? Womit hat er sich denn hier verbunden jetzt? Ich habe das Gefühl, irgendwie die Bugs sind wieder mehr geworden. Kann das sein? Irgendwie habe ich so wirklich das Gefühl, dass die Bugs wieder mehr geworden sind. Mitten im Nichts hat er auf einmal einen Punkt, an den er sich verbinden möchte und auch scheinbar kann. Ja, sonst wird ja die Bug-Report-Abteilung in deren Discord aber auch leer. Und das will ja auch keiner. Da hast du auch wieder recht. Die sollen ja was zu tun haben noch, ne? Nicht, dass die Entwickler denken, unser Spiel ist ja schon fertig nach 2 Wochen. Ich glaube nicht, dass die das denken. Dafür kriegen die dann doch noch zu viel Rückmeldung. Von Sachen, die halt noch nicht fertig sind. Die denken sich so, 10 Minuten kein Bug mehr gemeldet, ach, fertig ist das Game.
Das glaube ich nicht, obwohl die Rückmeldungen ja doch ziemlich positiv sind. Bei dir, was gab's nochmal für Dingsbums hier? Für Meiste Dingsbums? Geld. Kann ich hier nicht sagen. Meiste Geld. Für das Bauholz, also für diese Planken, von denen du 6 Stück brauchst. Ja, okay. Aber du musst trotz. Es ist zum Kotzen, ne? Die Kurve sah so gut aus. Und dann kommst du hier hin und hast hier wieder diese. Boah. Warum baust du da nicht einfach gerade? Boah. Vorsicht. Ganz ungünstig gerade. Ah, ein Traum. Ja, aber wenn das zu einer Kurve ziehen soll, ne? Nee, dann macht das natürlich nicht. Jetzt einfach erstmal hierhin verbinden. Ich versuch's jetzt nochmal hier mit dem. So, und den Scheiß mache ich hier auch extra. So, jetzt werde ich einfach. So, manchmal muss man Rage halt Quit. eben. Boah, Unge, hier, ich hätte so Lust gerade drauf. Ich hätte so Lust gerade. Einfach so, nee, weißt du, läuft heute nicht, bleibt wie ihr seid. Okay. Der MBT Hamburg sagt gerade, ihm fällt auf, es werden nur Server angezeigt, wo eine Person drauf ist. Werden immer nur eine Person angezeigt, auch wenn da mehrere drauf sind. Ja? Ja, ja, Ja. ja. Haben wir Okay. schon vor ein paar Tagen festgestellt. Oh, ja, ich nicht. Das war auch nur Waldi, glaube ich. Ich hab das noch nicht festgestellt. Jetzt weiß es aber, ne? Ist Da gut. sagst du was, da sagst du was. Ja, wieder was dazu gelernt, ist ja auch nicht schlecht. Das gerade? Ja, ne? Aber ist was weit weg, oder nicht? Musst du hier Geodreieck am Bildschirm halten. Oh, ich glaube, das bringt nicht so viel. Das war Und natürlich jetzt wieder zu viel. sag nicht zu laut, sonst macht das wirklich nicht. Also heute fällt es mir irgendwie schwer. Ja, mir auch. Das ging schon mal einfacher von der Hand, ja? Dir auch? Was fällt dir schwer? Ich hab Lust drauf, aber auch irgendwie keine Lust, ne? Huch. Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Anscheinend ist ein Server nur für ausgewählte Leute erreichbar. Es wird Admin Day oder was? Nein. Wenn ich mal fertig ist mit seiner Rumbastelei, der Baumeister da. Beim Neustart, da dürfte funktionieren. Also nächste Woche. Ich sag's dir, warum war jetzt Boah. nicht irgendwie so eine Bestätigung? Oh, er crasht. Und ich warte einfach, bis der Server wieder crasht dann. Ja, bei mir hat er gecrashed und bei dir? Ich bin rausgegangen, ja. Aber du bist rausgegangen. Ja, bin Sag mir das sauer. doch. So. Oh, witzig, ich hab dir gesagt, ich bin im Zug, ne? Ja, bin sauer. Keine Angst, ich hab nicht gespeichert, kein nix. Dann darf ich aber das nochmal machen. So, hast du gesehen? Siehst du Passwort? Ja? So, ich Ja, starte wieder. 3L, wie gesagt. Genau, L5, korrekt. Dann starte mal. Ich bin dabei. Schütze 3. Wie ist es deiner, Freddy? Ich gehe davon aus, also ich wüsste nicht, dass es noch mehr davon gibt. Ist gerade übersteuert, wie blöd. Also er heißt diesmal doch Schütze 3 und nicht Schütze and Friends. Okay. Soll ich Okay. nochmal schließen? Ah. Nee, Ja. es ist ein Spielstich. Ich mag dieses Hin und Her nicht. Kann ich mir ja bei dir gar nicht vorstellen. Ich will auch nicht. So, ich bin drauf. Was sagen die anderen Jungs? Ich dir nicht sagen. Also diese Stelle ist nicht so schön. Welche Stelle ist nicht schön? Also Computer sagt nein. Ja, Aber Rechner 9. ich wollte gerade sagen, dann stimmt aber doch jetzt irgendwas bei dir nicht. Oder? Also. Ich hab ja nichts umgestellt.
Ich auch nicht, aber vielleicht ist ein Ich. Update da. Oder wir zwei haben ausgerechnet ein Update noch nicht, aber. Das kann auch sein. Na, Also wann kam denn eins? Steam-Update und Discord-Update kamen gestern, habe ich alle bei dir gemacht. Ja, ich auch. Genau, und ein Discord-Update kann es eigentlich nicht liegen, weil das hat ja nichts damit zu tun. Ich wollte schon gesagt haben, dass die Updates gestern kamen, also in der Nacht, die habe ich schon mal. Und Windows-Update, das ist ja auch schon mal durch. Ich habe in Option schon mal extra das Sprache schon auf Deutsch gestellt. Aber ja. Ja, kann ich dann auch nicht machen. Ich akzeptiere es, das Spiel möchte hier keine Weiche. So. Dann baue ich halt zur Not nochmal eine komplette Linie hier hoch. Ist mir jetzt alles egal. Es ist mir so egal. Hey, du musst ja erstmal gucken, wie kriegen wir Jungs jetzt hier an den Start. Ja, was soll ich dir Warum? jetzt sagen? Sollen wir auch nochmal alle neu starten? Komm, dann starten wir zwar jetzt auch nochmal neu. Warte, jetzt nicht, nein, 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 Und ich bin raus. nein, 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 Ne, immer noch nicht. nein, Immer noch nicht. jetzt darfst du. So. Lass die Kurve doch jetzt so. Ich mache jetzt gar nichts. Mache gar nichts mehr. Funktioniert auch nicht. Ach ey, jetzt muss ich das hier noch verschieben. Jetzt habe ich den Chat da hingepackt. Ne, ich packe den Chat einfach etwas höher, ne? So. Da Naja, sagt er was. So. wir saßen ja die letzten 2 Male nicht so weit auseinander. Was war? Ja, was MBT Hamburg da in Chat geschrieben hat. Nee, wie gesagt, wir konnten ja schon mal spielen. So, wir gucken jetzt mal in die Bibliothek, schauen mal, ein Download abgeschlossen. Nein. Also da ist jetzt nichts mehr drinne. Wie sieht's bei dir aus? Hast du, wie gesagt, auch geupdatet? Ich kann ja nochmal, pass auf, ich starte nochmal komplett Steam neu. So, zack. Seid mir mal nicht böse, ich mach mal, glaube ich, hier nochmal gerade den Stream kurz aus und mach den dann wieder an. Dass ich im Prinzip, ich sag mal, einen neuen Part starten kann. Weil bis jetzt habe ich ja leider nicht viel erreicht, es tut mir leid. Aber das lohnt ja eigentlich auch nicht wirklich. So. Zack.